Okay. Also oh, okay. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute haben wir ein neues Video. Ich glaube, das letzte, was wir beide zusammen gedreht haben, was Bewerbungsvideo. War das? Das Bewerbungsvideo. Kam das auch super erste Mal. Das erste. Das allererste Video. Video. Das allererste Parfumvideo. Das erste Mal, ja. Und zwar, wir beschäftigen uns heute mit Düften für den Abend oder auch für eine sogenannte Date Night. Wir möchten mal herausfinden, was dir so gefällt. Ja. Du hast diese Selektion selber getroffen. Selber getroffen, tatsächlich. Meine okay. Favoriten. Okay, von daher bleib gerne dran und das ist das Video. Natürlich verlosen wir auch immer irgendwas an die Community, gerade bei Düften ist das so. Aber ich möchte jetzt von vornherein nicht zu viel verraten, was man machen muss. Ihr müsst dranbleiben. Eventuell verlosen wir drei Düfte. Ne? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aber was ihr dafür tun müsst, ne? Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, ein Like da lassen und einen Kommentar schreiben und dann alles weitere später im Video. Mit welchem sollen wir starten? Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier direkt. Das Blaue? Das ist 1.3. 1.3. 1.3, okay. Ja, fast. Fast. Ja. Gerade diese Histoire de Parfum-Linie ist ja ein bisschen jünger insgesamt. Und wir haben jetzt hier Amber mit drin, Moschus, was lese ich hier noch? Honig, ein bisschen süßer und Orange. Ja? Mhm. Und das findest du als für den Abend, findest du? Kann man auf jeden Fall tragen. Ja? Gerade jetzt im Sommer, wenn man rausgeht, finde ich einen starker Duft. Also ich muss sagen, bei diesen Histoire de Parfum-Düften ist es, finde ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr spannend. Ja. Also wir haben hier halt eine cool designte Flasche irgendwo. Alle von denen. Ja, und auch sieht auch cool aus. Ja, und der Duft ist halt ein bisschen von der DNA her jünger. Ne? Wir haben auch hier, glaube ich, ist es ohne Parfum auf jeden Fall. Ja, und zwar 21% Duftölanteil. Halten auch eigentlich wirklich lange. Ja, das ist okay. Ne? Gibt es auch zum Beispiel in 15 Milliliter in diesen kleinen Travel-Sets, wenn es denn verfügbar ist. Also ich muss sagen, ich finde es auch einen sehr, sehr spannenden Duft. Interessant, dass du ihn für den Abend genommen hast. Ich hätte den jetzt zum Beispiel auch für den Alltag genommen. Alltag, absolut. Absolut. Okay, was haben wir noch nächstes? Argento. Argento. Ah! Ah! Wir haben hier firmenintern so ein bisschen mit, sag ich mal, Namen oder Aussprache ein bisschen Konflikte, ja, sagen genau. wir mal. Und Farben auch noch. Farben. Ja. Farbe wir streiten uns eigentlich nur über Farben. Das ist lila, würde ich. Okay. Also da sind wir uns einig. Was ist das? Das ist lila. Nein, dein Anzug. Das ist blau. Okay. Was würdest du sagen? Auch blau. Okay. Diesmal sind wir uns einig. Ja, man weiß nicht. Manchmal, wir hatten schon damals, falls ihr euch noch erinnert, wir hatten damals bei Instagram immer so andere Bilder gemacht. OOTDs. Diese, wo wir dann halt Anzug, Hemd, Sakko und alles so zusammengelegt haben. Und da war teilweise halt, dass der Gürtel einfach die falsche Farbe war. Und dann sagt sie, der Gürtel ist lila. Ja, sehe ich schon so. So, also Argento, ich weiß gar nicht, guck mal, die Inhaltsstoffe, Vetiver, Patchouli, Moschus, Vanille sogar. Krass. Aber finde ich, riecht man gar nicht raus. Also das wird es nicht beschreiben in meinen Augen. Jasmin, Iris, rosa Pfeffer und Ananas. Ja. Ananas wird immer so gesagt, dass da Ananas drin ist, aber es riecht jetzt halt nicht so. Nach Ananas. Ja, aber ich sag auch immer, dass es nach Ananas riecht. Ne? Hast du das schon mal bei anderen Leuten gerochen? Ja, aber nicht so häufig wie jetzt zum Beispiel Erba Pura. Oh, okay. Also Argento ist schon noch nicht so bekannt, würde ich sagen. Also Erba Pura tragen mehr Leute. Ja, gerade viele Männer auch. Ist natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, 50 Euro teurer. Meinst du, es liegt daran? Kann auch schon sein, ne? Also muss man sagen. Also den Duft würde ich auch sagen für abends und so weiter 100%. Ist schon ein bisschen dominanter auf jeden Fall. Ja, also der ist nicht so dominant wie Arabian King oder Naxos jetzt, finde ich, aber schon fällt schon auf. Aber der wird dir auch gefallen? Sehr. Okay, sehr interessant. So, jetzt haben wir hier, habe ich ja noch nie, ich glaube, den habe ich selber noch nie probiert. Echt? Tebbit. Das ist meine Empfehlung, wenn man Erba Pura oder Kürke schon hat oder halt einen Duft haben möchte, den vielleicht nicht jetzt so viele haben. Ja. Den finde ich sehr stark. Weißt du denn, was der kostet überhaupt? Ja. Was kostet er? 420 Euro. Ah, okay, ein Schnäppchen. Da hast du auf jeden Fall gut gesagt, dass es gut rausgeht. So, und zwar, wir haben hier auch wieder Vanille, Bonbons, Kokos, Pfirsich und grüne Noten. Er hat eine süße Note auf jeden Fall mit drin. Mhm. Könnte man schon sagen, dass irgendwie so eine Abwandlung ist. Ja, wenn man jetzt Kirkland so mag, genau. Ist das schon ein sehr spannender Duft. Man müsste mal die Performance testen. Mit Kokosnuss. Performance habe ich schon getestet. Ja? Ja, okay, alles gut, wenn du es sagst, dann glauben wir die natürlich alle. Das stellen wir jetzt natürlich nicht in Frage. Also ich sag mal so, sollte das Parfum halt kaufen, ne? Ja. Wenn man Erba Pura schon hat, sollte man das halt jetzt kaufen. Ja, wenn man Erba Pura und Kürke mag, das kann man auch gut kombinieren. Also wenn man... Hör auf. Doch. Okay. Doch. Kombinationspasswort. Interessant. Ja, also ich würde sagen, wirklich, wenn jemand so süße Düfte mag und so, dann ist er hier gut aufgehoben. Flasche ist natürlich wie immer eine 10 von 10. Ja. Und weißt du eigentlich, dass hier das Label zum Beispiel von Hand aufgeklebt wird? Die haben so eine, wow. die haben so eine
Wow. Wow. Das ist natürlich ein Kaufgrund. Nein, also die haben so ein, das stellen die da so rein, ja. Und dann machen die so, das kleben die das so eine Schablone, machen die das so da drauf. Die Italiener, ne? Und die Box ist super schön. Auch zum die Box ist super Hinstellen, schön. Okay, für Männer jetzt vielleicht nicht so interessant, ja, aber. Die Jungs stellen sich das dann schon hin. Hast du schon mal Parfum eigentlich verschenkt? Ja, habe ich. Okay. Habe ich. Sehr cool. So, dann machen wir weiter mit dem absoluten Klassiker. Hier hast du Naxos gewählt. Ja. Ich sag mal so, als Date Night oder für den Abend ist auf jeden Fall Naxos, muss man halt nennen irgendwo, ne? Aber Naxos ist natürlich ein, also allein von den Inhaltsstoffen, wir haben hier Tabak mit drin, wir haben hier Honig mit drin. Das ist schon irgendwo, sag ich mal, ein cooler Mix und auch zitrisch. Also das heißt ganz, ganz am Anfang, du fasst immer dahin, also du fasst eigentlich, ist eigentlich so, ne? Aber du fasst immer oben mitten rein. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Alles gut, ne? Wie bei Knossi. Bei Knossi war das so. Ich sag, wir drehen mit Knossi und ich sage euch eine Sache, wenn man verschiedene Düfte hat, es bringt jetzt nichts, das sind alles verschiedene Düfte. Wenn man so riecht. Zente Nase. Du kannst sie nicht so beisammen. Knossi, du musst die auseinanderhalten, sonst das vermischt sich doch alles. Ne? Also ist jetzt nicht so schlimm, ne? Nicht aber so halt, schlimm. Wenn, okay. Wenn wir da hinspülen, du machst den Daumen drauf, dann halt so Medium, ne? Aber es, Medium, okay. Ja. Gut ist das erste Video, Marc. Ja, stimmt. Stimmt. Ne? Wir müssen uns steigern. Also hier Naxos, was sagst du? Wann hast du das erste Mal probiert? Ist mir tatsächlich aufgefallen, als wir das als vom Bestseller. Umsatz, ne? Also hast du gesehen, hast du Shopify da? Immer Analyse betrieben. Okay, welche Düfte laufen gut? Nein, tatsächlich. Und ich habe gesehen, Naxos ist der absolute Bestseller. Und auch im privaten Bereich haben mich immer wieder Leute darauf angesprochen, wann es denn wieder bei uns in den Shop kommt. Ach, echt? Also auch von Freunden. Ja. Und dann habe ich mir den Duft mal angeschaut und ich kann nachvollziehen, warum der so beliebt ist. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Duft, der auch, sag ich mal, ein bisschen süßer ist. Also wir sehen auch tatsächlich so eine leichte Tendenz bei deinen Düften, was dir so gefällt. Alles ist ein bisschen süßer, ne? Gut, deswegen halt nochmal Arabian King. Das ist aber ja auch eigentlich bei ihm ist das so. Du hast hier bei Arabian King hast du auch eine starke Safransüße mit drin. Das stimmt. Und das ist auch jetzt kein herber Duft, ne? Ja, ich finde halt den Mix aus beidem spannend. Ne? Okay. Also bei deinem, ich nach wie vor, ist am stärksten. Du hast beides kombiniert. Aber bei dem hier jetzt? Ja. Also ich muss sagen, aus meiner Kollektion, ich habe zwar manchen Tagen, also wir verkaufen Orange Flamingo am besten, aber Orange Flamingo, aufgepasst, sie lernt dazu. Orange Flamingo gefällt mir am wenigsten von den beiden. Es gibt manche Tage, an denen finde ich Arabian King besser, aber handwerklich, also von der reinen Handwerkskunst, angefangen von der Flasche mit 18 Karat Gold, über den Inhalt, ja, wir haben hier 50% Duftöl, ihr werdet nichts besser produziertes kaufen können. Ne? Derjenige, der Erbapura gemacht hat, der hat auch dieses Parfum hier entwickelt und Gritti füllt das Ganze ab, also von daher, das ist schon der High-End, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Und was würdest du jetzt sagen, was ist die Rangliste? Ja, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, das wird schwierig, wenn du mich das fragst. Okay. Ohne jetzt für deinen Duft wirklich also zu werben, aber ich finde den wirklich ist der beste Duft. Okay. Also Arabian King. Okay. Also du möchtest Nummer einfach, dass eins. Wir meinen Duft verkaufen, ne? Also okay, alles klar, ne? Ist kein Problem, ne? Nein, aber es ist wirklich ehrlich gemeint. Also okay. Der kombiniert beide Welten am besten. Okay, also würdest du sagen, das mag ich sehr gerne. Okay. Tja, dann haben wir einen Gewinner von diesem heutigen Video. Das kann ich nur teilen. Bei mir zum Beispiel, ich sag dir ehrlich, zum Beispiel Naxos, ja, das Thema ist durch. Argento ist für mich gehört dazu. Also den zum Beispiel würde ich safe empfehlen. Also einfach, den muss man haben. Ja. Naxos ist irgendwie so für all diejenigen, die es nicht haben und immer durch die süße DNA angesprochen fühlen, finde ich auch must have. Und den hier, guckt einfach, wenn wir 15 Milliliter oder 30 oder diese Hälfte Milliliter haben, kauft euch den einfach. Ist auf jeden Fall kein Fehler. Den wird jeder mögen. Ja. Den hier muss ich mal testen und der Arabian King ist dann natürlich die Nummer 1. Ne? Bin ich mit einverstanden. Nika, vielen Dank. Ich danke dieses Video. Und an dieser Stelle natürlich, wir verlosen drei Düfte in den Kommentaren. Kommentiert, was euch am liebsten gefallen hat, was ihr in Zukunft sehen wollt. Und wir werden beim nächsten Video dann auch wieder mit dir. Okay. Da werden wir dann die Gewinne auslosen. Von daher, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.